Jo, da sind wir wieder bei Elements Destiny Ancient Powers. Und es geht auf dem Spielstand weiter. So, auf in die Wüste. Ich muss kurz mein Team angucken. Ja, ich glaube, ich behalte erstmal das Team, was ich jetzt habe. So, hoffentlich kann man hier auch später im Video alles sehen durch diesen ganzen. Nein, war das denn? Oh. Schaut euch das da unten an. Das ist die neue Version. Diese geilen KP und MP-Balken. Oh. Sieht so schön aus. So. Ja. Ich probiere mal Feuer einfach mal aus. Wenn ich nicht glaube, dass das funktionieren wird. Gucken wir nochmal. Feuer, sage ich schon. Eis. Ja, das hat erwartet nicht funktioniert. Wasser. So, Wasser bringt was. Ja, Finsternis bringt nichts. Das ist doof. Haha. Na komm hier. Warte mal eben. Wie viel zieht Donner ab? Kann ich hier auch mal ein bisschen gucken. Was gegen dir? So, Rückzieher. Ja, ich glaube fair. Donner zieht auch nicht so flapp, aber ich muss Tapi auf jeden Fall jetzt im Team behalten. Weil. Ach, mal weg mit deiner Toxic-Schneide. Doch. Sollten wir auch Feuer ausprobieren. Nochmal Geierschlag. Oh, Peitschensalve und Wasser. Ja, ich will Tapi auf jeden Fall jetzt im Team behalten, damit er ein bisschen trainiert wird. Wow, sieht ja nett aus. Damit er in der Arena nochmal kämpfen kann. Weil ich werde jetzt einmal bis zur nächsten Stadt gehen und dort halt den ganzen Kram machen, den man da machen kann. Und dann werde ich umdrehen und nochmal zur Arena laufen. Und bis dahin muss Tapio ein paar Level höher sein. Wow. Ah ja, genau. Kritischer Treffer. Man hat's gesehen. Nicht mehr Critical, sondern kritischer Treffer. Ja. Das Spiel ist so einmal komplett überholt. Jetzt ist auch hier statt... Jetzt steht auch nicht mehr Mist, sondern daneben. Und ja, wie man eben gesehen hat, steht da auch kritischer Treffer statt Critical. So, und jetzt werfen wir einen Blick ins Monsterbuch. Mal sehen, was die Dinger denn so für Schwächen haben. Dünentaucher. Wind und Wasser. Oh, Panzerkralle. Wind und Wasser. Gut. Ja. Wind und Wasser. Gut, dann weiß ich schon, wie ich kämpfe. So. Ja. Fair wird später mal gelevelt. Erstmal muss Tapio jetzt dran. Denn der muss jetzt mal ein paar Level höher kommen. Ich will auf jeden Fall das mit der Arena da machen. So. Gucken wir doch mal einfach mal, wie viel. Ja, Tapio das immer normal an. Da sind das Ding innerhalb einer Runde kaputt. Das zieht schon mal viel ab. Und das zieht noch mehr ab. Todesspritze, was zum Teufel. Ich komme hier nicht mit Instant Death Attacken an, ja? Okay, ich würde sagen, das Team ist perfekt für die Wüste. Ja. Und Tapi halt so als Anhängsel noch nebenbei. Aber die anderen drei machen über 4000 Schaden, das ist. Wow, gut. So, eine riesige Wüste. Hallo, erreiche ich mal das Ende oben? Ich bin jetzt schon so lange nach oben gegangen, ich habe schon. Weiß ich, wo ich schon alles gelandet bin. So, können wir mal Wirbel der Zerstörung. Aquapaste. Und du sollst auch so langsam mal deine Wasserattacke lernen, Sarosch. Deine Überwasserattacke. Ist ja sehr praktisch. So, Wirbel der Zerstörung. Ja, komm. Haha, da, genau da hat man es gesehen. Daneben. Aquapaste. Und weg mit ihm. Na gut, machen bleiben wir bei Hurricane Schlitzer. Du kannst mal Schlag der Benommenheit machen. Aquapasta und das. Ja. Sollte gut laufen in der Wüste. Und weg. Wir kriegen auch wieder mal eine Menge Geld. Auch ganz gute Erfahrung, finde ich. So. Geht's hier noch weiter nach oben? Ist die Wüste endlos oder was? Oh, Truhe, Truhe. Wien. Das war das Ding, was ich verkaufen konnte, ne? Ja, kann zu hohem Preis verkauft werden. Yay. Ich habe hier diese Todesgebäude, habe ich eben noch gesehen.
Ich glaube, ich setze mal gleich eins ein. Einfach mal so auszuprobieren. Ich habe noch nie eins benutzt. Vielleicht habe ich Glück und töte damit einen Gegner instant. Ich will natürlich die ganze Wüste angucken. Hier ist sicher irgendwo noch eine Truhe versteckt oder so. Oder irgendwie so eine Höhle versteckt. Oder so ein paar dumme Bienen versteckt. So, genau. Todesgekoll, wollen wir das denn? Ja. Gilt das jetzt auf alle Gegner oder wie? What the fuck? Das gilt wirklich auf alle Gegner. Und einen habe ich sogar damit getötet. Wie geil. Haratanz. Schön. Genau die einzige, die jetzt noch dran ist, die erwischt's nicht. Das war gut. Gut gemacht, Tarasa. So, was haben wir denn noch hier in der Wüste? Hier ist nichts mehr. Dum, dum, tadadam. So, hier unten vielleicht noch. Ah, die Wüste ist ja riesig, gigantisch. Hurricane-Spielzerschlag der Vernommenheit. Aquabasta. Sarosch muss auf jeden Fall seine bessere Wasserattacke lernen. Also ich glaube, der kann damit übelst was anrichten. Weil der hat ja so schon, man sieht diesen dicken Magieangriff. Und auch Paratanz. Tö. Yay. Jetzt hat es nur Ding erwischt, der ja, halt eigentlich so am nützlosesten ist. So, Harry Schlitz hat Aquabasta auf das Spiel. Jetzt haben wir noch Zeit auf das andere. Sollte, glaube ich, reichen. Das sieht aber... Entweder die sind einfach nur schwach mit ihrem Angriff, oder das zieht wirklich nichts ab. Komm, das kann man auch so machen. Komm, komm weg. Ich sehe gerade die mal MP-Anzeige, verändert sich auch so langsam. Wird von blau zu lila. Geil. Komm, mach den endlich kaputt. Gelernt. Sarosch, du dumme Sau, du. So, Magietränke. Und Gegengifte. So, mal sehen, haben wir hier unten noch was? Nee, ich wahrscheinlich nicht zu sein. Boah. Die Wüste ist wirklich riesig. So groß hatte ich sie gar nicht in Erinnerung. Kommt hier hinten noch was? Monster! Mal wieder die beiden nachkommen. So, Zeiten. So, die drei fahre ich normalerweise aus, um einen so vier auszuschalten. Gas. Ach gut, hat nicht vergiftet. Dafür kommt er mit seiner dummen Toxikschneide und vergiftet. So, komm. Mach mal das Vieh fertig da. Wow, kritisch hat davor. Jo, und? Sarosch, schaffst du's? Bringst du's zu Ende? Ja. Ey, auch ein gutes Level-Up. Ich möchte gerne diese Panzerkralle von denen bekommen. Ich überlege gerade nur, für wen das da was sein könnte. Für Tapio, wo? Ja, das... Ich tippe mal, das soll irgendwie Handschuhe sein. Oh, noch eine Truhe, noch eine Truhe. Barrierenschild? What the fuck ist das? Wo haben wir den denn? Da. Der manche Status... Wie gut ist der denn eigentlich? Ein bisschen weniger physische Verteidigung, aber etwas mehr Magie. Ich gebe dir mal Tarasa, weil ich die sie öfter im Team habe. Das wäre mal, vielleicht macht er irgendwie Giftimmunität oder so. Das wäre mal praktisch. Vor allem jetzt bei den Monstern hier in der Wüste. Komm, schlaf ein. Dumme Biene, du. Ja, komm. Paratanz. Okay, ich glaube die Paralyse, das ist gut. Kann aber auch nur wahrscheinlich daran liegen, dass es daneben ging. Moment. Hier machen wir eine starke Attacke. Dafür, dass Sarosch nicht angreifen kann.
Kombinationsspiel. Bam, boom, bam, boom, bang, boom. Ja, haben wir auf Psy, der eh schon paralysiert ist, aber Wayne. Boah, das sieht so geil aus mit der KP- und MP-Anzeige. Das gefällt mir. Mal sehen, haben wir hier noch irgendwie was in der Wüste? Ich glaube, die beiden Truhen waren die einzigen, die es hier gibt. Ja, gut, dann kann ich jetzt auch langsam mal weitergehen, glaube ich. Wenn ich irgendwo den Ausgang der Wüste finde. Ja, wenn ich den hier irgendwo finde. Ich glaube, irgendwo hier rechts an der Seite muss er gewesen sein. Zum Beispiel da. Yay. So. Dum, dum, da, da, dum. Ich will mehr von den anderen Viechern. Ich will diese Panzerkralle bekommen. Aber ich kriege ja natürlich nur die Sachen, die ich nicht brauche. Zum Beispiel die Phantomsense dreimal. Mhm. Total unnötig. Hm. Okay, so langsam glaube ich, dass mir das eventuell so eine kleine Paralyse-Immunität gibt. Weil alle wurden paralysiert und sie nicht. Boah. Vielleicht so eine kleine Paralyse-Immunität, wer weiß. Sieht jedenfalls gut aus. Dum, dum, da, da, dum. Ja, da vorne geht's weiter. Ja, ich glaube, hier irgendwo lauert noch ein Gegner. Den will ich noch eben mal besiegen. Da. Du. Leider nur einer. Komm, ich weiß es. Du gibst mir jetzt meine Panzerkralle, oder wie das Ding heißt. Ich seh's dir schon. Komm, guck mal, das hängt da hinten rechts hinter deinem linken zweiten Bein raus. Okay, gegen Gift schützt das Ding schon mal nicht. Okay, ich habe mich doch verguckt, da hat doch nichts rausgeguckt. So, gegen Gift. Mal sehen, lauert hier noch ein Gegner. Irgendwo. Da ist nur eine Höhle. Ich glaube, hier unten geht es auch noch weiter, oder? Ja, da geht es auch weiter. Ich denke, durch die Höhle durch. Ach ja, aber hier kann ich, glaube ich, noch nicht weiter. Ist derselbe von eben? Gut, ist derselbe. Nein! Sei, wie kannst du mich nur so enttäuschen? Ah, schon wieder vergiftet. Hm, ich will diese verdammte Kralle haben. So, ist hier oben noch irgendwie was? Komisch aussehende Blumen. Oh, da sind Lia, Julia und noch ein paar andere Charaktere. Gut, dann machen wir den Kampf. Dann machen wir Schluss, Freude. Dann bin ich mal hier die Kammer komplett durch die Wüste gelaufen. Haben wir mal ein bisschen auch trainiert. Oh, Tapio hat einen Level erreicht. Das Vieh kommt schon wieder mit Giftgas an. Ja. Der müsste auch perfekt sein. Tapio Level 29 erreicht. Wundervoll. So gut, dann speichere ich hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.